Hallo, hier ist die Angelique Finke von der Firma Biopolar. Ich stehe heute in der LPG am Mehringdamm und wir führen hier heute unsere Verkostung durch. Und zwar werden unsere drei Pizzen verkostet, die Caprese, die Spinaci und die Gamberi, die jetzt ein bisschen schon gut gekocht ist. Wieso stehen wir heute hier? Und zwar geht es nämlich darum, wir haben im letzten Jahr unseren Pizzahersteller gewechselt. Und zwar hatten wir bis dato unsere Pizzen bei Nestlé Wagner produzieren lassen. Und das hat uns nicht gefallen. Und dann haben wir aus diesem Grund haben wir uns dann Anfang 2013 dazu entschlossen, uns einen neuen Pizzahersteller im Mittelstand zu suchen, weil wir einfach unabhängig von der Konzernstruktur bei Wagner sein wollten. Wir haben in Gia Pizza hier in Berlin einen adäquaten Ersatz gefunden und das Besondere bei Gia ist, dass die eine handwerkliche Produktion haben, das heißt die Belegung der Pizzen erfolgt tatsächlich per Hand. Das kann man hier ganz gut bei den Tomatenscheiben sehen. Und was ist noch besonders an den Pizzen? Die Teigführung von dem Sauerteig. Das ist ein Natursauerteig, wo die Teigführung 48 Stunden beträgt. Und die Rezeptur ist eine original neapolitanische Rezeptur. Also sprich, bei Gia steckt die Familie Giannini hinter, also italienischen Ursprungs. Das heißt, die kennen ihr Handwerk und setzen das auch sehr, sehr gut um. Also, wir sehen das halt hier auch bei den Pizzen mit dem Natursauerteig. Der ist eben schön knusprig durch die lange Teigführung und das zeichnet eben den tollen Geschmack aus. Was noch hervorzuheben ist, sind die natürlichen Zutaten. Also es werden keine überflüssigen Zutaten wie Milchpulver, Emulgatoren oder Butterfette verwendet. Also hier ist alles natürlich. Also bei der Pesto wird Olivenöl, Basilikum, die Pinienkerne verwendet und die wird zu jeder Produktion wird die frisch angerührt von dem Herrn Giannini. Ja, wir freuen uns, wenn Sie noch unsere weiteren Verkostungen besuchen und die finden in der nächsten Woche in der Hauptstraße und in der Kolbitzstraße statt und zu guter Letzt in zwei Wochen am Samstag, den 6. Februar in der Boucherstraße. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen einen guten Appetit.